Herzlich willkommen und vielen Dank für das kurzfristige Erscheinen der LPK. Besondere Nachrichten erfordern manchmal besondere Maßnahmen, deswegen die kurzfristige Einladung. Ich begrüße den Wissenschaftsminister Boris Rhein, den Vorstandsvorsitzenden der Rhön Klinikum AG, Herrn Holzinger, den Präsidenten der Uni Gießen, Herrn Prof. Dr. Mukaci und Frau Präsidentin Krause von der Uni Marburg. Ja, Sie wissen ja alle, worum es heute geht, deswegen starten wir gleich mit den Statements. Herr Minister, bitte. Ja, vielen Dank, Herr Stein, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will versuchen, es halbwegs kurz zu machen, obwohl es um einen sehr komplexen und umfangreichen Sachverhalt geht. Aber Sie wissen alle, dass wir in den letzten Jahren im Grunde genommen und in den letzten Monaten ganz besonders intensiv über das Thema der sogenannten Trennungsrechnung gesprochen haben, gemeinsam mit dem Konzern, mit dem Rhön-Konzern, aber auch natürlich mit dem UKGM-Klinikum, aber natürlich vor allem auch mit den Universitäten, und dass wir eine ungeklärte Situation hier seit den Jahren 2009 und 2010 haben, beziehungsweise wir hier sehr strittige Fragen haben. Das ist grundsätzlich eine Frage, das will ich auch sehr deutlich sagen, die zwischen den Universitäten bzw. ihren Fachbereichen einerseits und dem Klinikum andererseits zu klären sind. Und trotzdem haben wir uns in der Verantwortung gefühlt als Landesregierung, in den vergangenen Monaten wiederholt den Versuch auch zu unternehmen, im Rahmen einer, ich nenne das mal moderierenden Rolle, widerstreitende Positionen miteinander zu einem tragfähigen Ausgleich zu bringen. Und ich will sagen, dass ich sehr dankbar bin, dass ich allen Beteiligten sehr dankbar bin, dass genau das gelungen ist und dass deswegen man das erzielte Ergebnis mit wirklich gutem Grund als einen echten Durchbruch in der Frage dieser Angelegenheit bezeichnen kann. Wir wollten aber mehr, alle Beteiligten, nicht nur die Landesregierung und das Land Hessen, sondern alle Beteiligten wollten mehr als eben in Anführungsstrichen nur die Frage der Trennungsrechnung, die sehr bedeutende Frage der Trennungsrechnung, aber die trotzdem sehr technische Frage der Trennungsrechnung klären. Wir wollten ein umfassendes Zukunftskonzept für die mittelhessische Universitätsmedizin mit den Partnern, und zwar partnerschaftlich, entwickeln. Und das kann ich auch sagen, das ist uns in einer sehr konstruktiven und in einer sehr partnerschaftlichen Atmosphäre, aber auch in einem wirklich äußerst guten persönlichen Miteinander gelungen. Das hat natürlich die Verhandlungswege, die Art und Weise der Verhandlungen und am Ende auch das eine gemeinsame Lösung erbringen, weitaus einfacher gemacht. Für uns stand an beiden Standorten immer Zukunftsfähigkeit durch Arbeitsplatzsicherheit und Investitionsverpflichtungen im Vordergrund. Insbesondere natürlich die Themen Kündigungsschutz und auch Perspektiven für Auszubildende. Aber natürlich war uns, gerade uns als Wissenschaftsministerium, auch ein ganz besonderes Anliegen, dass Forschung und Lehre auf höchstem Niveau gewährleistet werden und dass es eine beste Patientenversorgung gibt. Und ich will das mal so rumformulieren: Das Zukunftspapier, was wir gemeinsam erarbeitet haben, ist exakt dafür die Grundlage, und ich empfinde es als ein sehr gutes Signal an die Patienten. Ich empfinde es als ein sehr gutes Signal an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der beiden Standorte, aber natürlich auch an Studierende und Lehrende an unseren beiden sehr traditionsreichen Universitäten. Vielleicht lassen Sie mich ganz kurz die Punkte zusammenfassen. Sie haben es ja auch in den Pressemitteilungen auf dem Papier stehen. Trennungsrechnung ist ein, wie gesagt, teilweise sehr trockenes Thema. Nicht umsonst hat es so lange gedauert, bis es einer Erklärung zugeführt werden konnte. UKGM verpflichtet sich zu einem weiterhin, und das weiterhin betone ich, und das hoch auch, hohes Leistung, zu einem weiterhin hohen Leistungsniveau in Forschung und Lehre und erhält dafür einen Betrag in Höhe von rund 15 Millionen Euro über der bisher als Abschlag geleisteten Zahlung. Bisher wird natürlich immer schon ein Abschlag geleistet, um künftige Steigerungen, die natürlich entstehen bei Personal- und Sachkosten und die ja immer sehr strittig gewesen sind in den letzten Jahren, in Forschung und Lehre abzudecken, wird in den Jahren 2018 bis 2021 die jährliche Zahlung um 2,5% gesteigert. Die Parteien verzichten im Übrigen wechselseitig auf alle noch offenen Forderungen aus, um den Zusammenhang mit der Trennungsrechnung aus der Vergangenheit. Ich bin dem Konzern außerordentlich dankbar, dass er zusagt, auf betriebsbedingte Kündigungen
zu verzichten. Das UKGM, oder wir haben vereinbart, das UKGM für die Dauer der Vereinbarung, also mindestens bis zum Ablauf des Jahres 2021, auf betriebsbedingte Beendigungs- und betriebsbedingte Änderungskündigungen verzichtet. Darüber hinaus haben wir vereinbart, dass UKGM sich verpflichtet, allen Auszubildenden aus den technischen und administrativen Ausbildungsberufen, die mit einer entsprechenden Note, das ist die Note 1 bis 3, abschließen, für die Dauer von zunächst 2 Jahren Anstellungsverträge angeboten werden. Das gilt für examinierte Krankenpflegeschüler im Übrigen entsprechend, allerdings nur dann, wenn ein entsprechender Personalbedarf bei UKGM besteht. Das ergibt sich aus meiner Sicht selbstverständlich aus der Sache heraus. Und für den Fall, und das finde ich ein großes Entgegenkommen von Rhön und von UKGM, für den Fall, dass dieser Personalbedarf nicht besteht, macht der Rhön-Konzern ein Angebot zur Übernahme an einem anderen Standort innerhalb des Konzerns. Ich glaube, ein ganz großer Schritt und ein ganz großes Entgegenkommen. Rhön und UKGM verzichten auf die Ausgliederung von Betriebsteilen bis zum Ablauf des Jahres 2021. Rhön verzichtet auf, und das ist auch ein großer Schritt für einen solchen Konzern, auf Gewinnausschüttungen aus dem UKGM, wobei die ausschüttungsfähigen Gewinne als liquide Mittel bei UKGM verbleiben, und zwar für ein, und ich betone das wirklich, massives Investitionsprogramm. Es ist ein Investitionsprogramm, was einen echten Schub bedeutet. UKGM verpflichtet sich zu Investitionen in Höhe von 100 Millionen Euro bis 2021. Außerdem haben wir im Rahmen der Investitionsverpflichtungen auch die Umsetzung ganz konkreter Projekte vereinbart. Herr Holzinger wird darauf sicherlich noch eingehen. Die Projekte müssen bis zum 31.12.24 abgeschlossen sein. Ich glaube, das ist wirklich ein Schub für die Region. Das ist ein Schub für beide Häuser, und das zeigt, dass hier wirklich auf das Thema Zukunft gesetzt wird. Das ist es soweit von mir, was ich dazu zu sagen habe. Ich will das aber nochmal wiederholen, was ich eingangs gesagt habe. Ich will mich wirklich ausdrücklich bei allen Beteiligten bedanken für ihre Bereitschaft und für den Einsatz, diesen Weg zu gehen, weil dieser Weg eine richtig gute Nachricht für die beiden Standorte ist. Wir haben innerhalb kürzester Zeit hier wirklich eine Bewegung reingebracht, die spürbar die mittelhessische Universitätsmedizin voranbringen wird. Vielen Dank, Herr Minister. Herr Holzinger, Ihr Statement, bitte. Sehr geehrter Herr Staatsminister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrte Universitätspräsidenten, meine Damen und Herren, das ist ein sehr guter Tag, sowohl für die vielen tausend Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Universitätsklinikums Gießen-Marburg, als auch für die Patientinnen und Patienten aus der Region Mittelhessen und darüber hinaus. Ich freue mich sehr, dass es gelungen ist, mit der hessischen Landesregierung sowie den Universitäten Gießen und Marburg eine Einigung im jahrelangen Disput um die sogenannte Trennungsrechnung zu erzielen. Dies umso mehr, wenn man bedenkt, dass alle bisherigen Verhandlungen faktisch gescheitert sind und der Streit noch im vergangenen Dezember aufs Neue leider eskalierte. Mit dieser Einigung ist uns eine entscheidende Zäsur gelungen, ein Neuanfang des konstruktiven Miteinanders, sowohl inhaltlich als auch persönlich. Lassen Sie uns den Blick aus dem Rückspiegel nehmen und uns lösen von den Fehlern, die auf allen Seiten in der Vergangenheit gemacht wurden. Ich appelliere an die Beteiligten, dass wir ab jetzt diesen neuen Pfad gemeinsam und auf konstruktive Weise weiter beschreiten. Es ist mir ein Anliegen, gleich zu Beginn dem Ministerpräsidenten für seine Bereitschaft zu danken, dieses fast als unlösbar gehandelte Thema im Zuge des Amtsantritts von mir im Februar erneut aufzugreifen. Ebenso ist es mir ein Anliegen, Herrn Minister Rhein und auch Herrn Staatssekretär Jung für eine respekt- und vertrauensvolle und durchweg professionelle Verhandlungsführung meinen ganz persönlichen Dank auszusprechen. Auf Seiten der Rhön Klinikum AG habe ich vor allem Herrn Dr. Weiß, dem Vorsitzenden der Geschäftsführung des UKGM, sowie Herrn Fritz, der unserem Bereichsleiter für Finanzen, für ihre sehr wertvolle Unterstützung in den Verhandlungen zu danken. Herr Professor Grimminger hat auf Seiten des UKGM einen wesentlichen Anteil am Zustandekommen der Vereinbarung. Auch Herr Professor Seeger hat mit seinem mutigen öffentlichen Weckruf zu Beginn des Jahres auch einen wichtigen Beitrag geleistet. Es gehört zu den üblichen und durchaus auch verständlichen Ritualen, dass die Beteiligten im Zuge dieser bahnbrechenden Einigung
Verhandlungsfolge für sich reklamieren, natürlich als Gewinner in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden wollen. Darauf möchte ich bewusst verzichten. Ich möchte dazu nur anmerken, es ist eine Einigung, die keinen Verlierer zurücklässt, aber zwei klare Gewinne hervorgebracht hat. Die rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKGM und die vielen 100.000 Patientinnen und Patienten. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des UKGM müssen nun nicht mehr wie seit vielen Jahren unter den tatsächlichen und auch emotionalen Folgen und Belastungen dieses Dauerstreits arbeiten und leben. Sie haben jetzt allen Anlass und zugleich auch alle Chancen, an der nunmehr deutlich besseren Zukunftsperspektive des UKGM teilzuhaben und diese auch aktiv mitzugestalten. Darin sehe ich übrigens auch eine Verpflichtung. Die Patienten der Region Mittelhessen und darüber hinaus können von der Universitätsmedizin mit ihrer exzellenten Forschung und Lehre sowie der Krankenversorgung durch einige wichtige neue Projekte und Investitionen an beiden Standorten dauerhaft profitieren. Ich nenne hier nur beispielhaft die Modernisierung der Klinik für Psychiatrie, die Sanierung des Zentral-OP und der Intensivstationen sowie den Neubau der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie am Standort Marburg. In Gießen wird das Kinderherzzentrum ausgebaut und dem neuen Hauptgebäude bereits ein Erweiterungsbau hinzugefügt. Insgesamt werden wir in den nächsten 5 Jahren mindestens 100 Millionen Euro investieren. Das UKGM hat mit dieser Einigung jetzt eine große, vielleicht auch einmalige Chance, noch deutlicher an Stärke, Profil und Wahrnehmung in der Landschaft der deutschen Universitätsklinika zu gewinnen. Wir sind das drittgrößte Universitätsklinikum in Deutschland, das wird vielleicht oft verkannt. Mit dieser Einigung ist eine Planungs- und Finanzierungssicherheit für den Bereich Forschung und Lehre für zunächst die nächsten 5 Jahre erreicht worden. Das ist für das UKGM eine neue Situation, womöglich sogar ein wenig gewöhnungsbedürftig, aber doch sehr positiv. Aus diesem Erfolg heraus erwächst aus meiner Sicht für alle Beteiligten ein Mehr an Verantwortung. Wir nehmen diese am besten wahr mit einer neuen Partnerschaft in Forschung und Lehre und Krankenversorgung, indem wir die Zusammenarbeit künftig reibungsloser gestalten und tradiertes Denken immer wieder in Frage stellen. Nicht weniger sind wir den Steuer- und Beitragszahlern und erst recht den Patienten aus meiner Sicht schuldig. Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit mit den Universitäten und der Hessischen Landesregierung. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Holzinger. Herr Professor Mukaczyn, Sie sind bitte. Sehr geehrter Herr Minister, sehr geehrter Herr Staatssekretär, sehr geehrter Herr Holzinger, liebe Frau Kollegin Krause, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ich will das aufgreifen, was Herr Holzinger zu Recht am Schluss auch hervorgehoben hat. Wir sind der drittgrößte universitätsmedizinische Standort in Deutschland. Das allein verdeutlicht, welches enorme Potenzial und welche enorme Leistungsfähigkeit in der mittelhessischen Universitätsmedizin liegt. Ich will jetzt gar nicht herbeten, an welchen Parametern und Erfolgen man das auch ablesen kann und objektivieren kann. Das sind Informationen, die Ihnen ja auch vorliegen. Aber es ist vor dem Hintergrund natürlich auch begrüßenswert, dass diese Landesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Stärkung der Medizin- und Gesundheitsregion ja von vornherein auch zu einem Ziel erklärt hat. Und was wir heute Ihnen mitteilen können als Ergebnisse der Verhandlungen, ist ja die Manifestation dieses Bekenntnisses zur Universitätsmedizin in Mittelhessen. In der Universitätsmedizin ist Forschung, Lehre auf der einen Seite, Krankenversorgung auf der anderen Seite unmittelbar miteinander verknüpft. Das ist das deutsche Universitätsmedizinmodell, das sehr erfolgreich ist, sich bewährt hat. Aber wir wissen natürlich, das Ganze funktioniert nur, wenn wir im Sinne einer Verantwortungsgemeinschaft zusammenstehen, uns gegenseitig unterstützen und Forschung, Lehre, Krankenversorgung als Teilaspekte einer großen Unternehmung Universitätsmedizin begreifen. Das wiederum funktioniert nur mit geregelten Beziehungen untereinander und wechselseitig. Und dazu gehören natürlich nicht zuletzt auch die Finanzbeziehungen. Und damit bin ich natürlich bei dem Thema, das hier auch ein bisschen der Anlass gewesen ist für die Gespräche, die geführt worden sind, nämlich das Thema der sogenannten Trennungsrechnung oder der Leistungsverrechnung, der Verrechnung also der Leistungen von Forschung und Lehre für die Universitätsklinik und umgekehrt die Leistungen in der Krankenversorgung für Forschung und Lehre. Wir als Universitäten mit unseren Fachbereichen Medizin wissen, dass universitätsmedizinische Spitzenforschung, dass gute, exzellente Lehre in der Medizin nur möglich sind mit dem entsprechenden Unterbau, mit dem entsprechenden Erfolg in der klinischen Medizin
und in unserer Partnereinrichtung, dem Universitätsklinikum Gießen und Marburg. Und von daher bin ich ausgesprochen froh für die Universität und auch den Fachbereich Medizin der Justus-Liebig-Universität Gießen, dass es nun gelungen ist, wie es Ihnen vorgestellt wurde, die Leistungsverrechnung für die Vergangenheit mit Ihren offenen Fragen abschließend zu klären im Sinne eines Gesamtvergleichs und für die nächsten 5 Jahre stabile Finanzbeziehungen herzustellen und zeitgleich über neue prozedurale Vorgehensweisen ab 2022 ohne Zeitdruck zu sprechen. Zum Zweiten bin ich ausgesprochen froh darüber, dass wir nun einen verlässlichen, verbindlichen Pfad für die Investition der nächsten Jahre gemeinschaftlich haben beschreiben können. Denn wir alle wissen, gerade in den Laborwissenschaften, gerade in der Universitätsmedizin, ist exzellente Forschung, ist herausragende Lehre nur möglich, wenn wir moderne Flächen haben. Und dafür haben wir jetzt, glaube ich, einen ganz wesentlichen Schritt gemeinsam tun können mit den entsprechenden Investitionszusagen, die Teil dieses Paketes sind. Und natürlich freut es mich drittens, dass wir auf der Krankenversorgungsseite auch verbindliche Zusagen im Hinblick auf die Beschäftigten und Auszubildenden haben. Man mag zwar einwenden, das sind Beschäftigte und Auszubildende nicht im Wissenschaftsbetrieb, sondern in der Krankenversorgung. Aber jeder, der die Universitätsmedizin kennt, weiß, dass alle Teilaspekte Forschung, Lehre, Krankenversorgung ineinander verschränkt sind und viele Personen auch in allen drei Aufgabenkreisen tätig sind, unterwegs sind. Insofern ist dieser Erfolg auch ein Erfolg für die wissenschaftliche Seite. Ich danke ausdrücklich dem Land Hessen, Herrn Minister Rhein, Herrn Staatssekretär Jung, dem gesamten Team im HMWK, wie auch der Rhön-Klinikum AG und der Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH auf allen Ebenen, ebenso wie unserer Schwesteruniversität Marburg. Denn wir haben in sehr vielen Gesprächsrunden jetzt ja seit vielen Jahren über eine ganze Reihe dieser Fragen diskutiert, gesprochen, nun abschließend auch eine Regelung finden können für viele Aspekte. Insofern bleibt mir festzuhalten, dass dies ein sehr guter Tag für die Universitätsmedizin in Gießen ist. Ich denke damit auch für ganz Mittelhessen. Und ich will ausdrücklich als Präsident der Justus-Liebig-Universität Gießen sagen, wenn man sich vergegenwärtigt, dass knapp 10% unserer Studierenden Medizinstudierende sind, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 25% unseres Umsatzes der Umsatz der Fakultät in der Medizin ist, wenn man sich vergegenwärtigt, dass 40% unserer Drittmittelerfolge auf die Medizin zurückgehen, dann wird Ihnen, denke ich, klar sein, dass für uns als Gesamtuniversität ohne eine erfolgreiche Medizin ein Erfolg der Universität nicht möglich erscheint. Und insofern ist das heute nicht nur ein guter Tag für die Fakultät der Medizin an der Justus-Liebig-Universität Gießen, sondern für die gesamte Universität und ich denke für die gesamte Universitätsmedizin in Mittelhessen. Ganz herzlichen Dank an alle Beteiligten. Vielen Dank, Herr Professor Mukherjee. Frau Präsidentin Krause, Ihr Statement bitte. Ja. Herr Minister, Herr Staatssekretär, Herr Holzinger, Herr Dr. Weiß, meine Damen und Herren, es wird Sie jetzt nicht verwundern, dass ich viele Dinge wiederholen könnte, aber aus Zeitgründen es jetzt lasse, zu den Punkten, die Herr Mukherjee aufgegriffen hat. Weil die beiden Universitäten und die beiden Fachbereiche Medizin nun seit vielen Jahren sehr eng und sehr gut zusammenarbeiten und wir in vielen Runden unsere Sichtweisen in Bezug auf das Thema Trennungsrechnung und Forschungsleistungen, Krankenversorgung in der Mittelhessischen Universitätsmedizin ausgetauscht haben. Das möchte ich jetzt gar nicht wiederholen, da sind wir absolut einer Meinung. Da ich von meiner Herkunft aus einem historisch arbeitenden Fach komme, möchte ich aber doch noch einen Punkt sagen, nämlich UKGM als Universitätsklinikum, als Klinikum überhaupt, verdankt seine Existenz den beiden Universitäten. Ohne die Universitätsmedizin und Forschung und Lehre wäre ein Marburger oder Gießener Krankenhaus hoffentlich ein Maximalversorger, aber eben kein Universitätsklinikum. Und über dem Papier, das heute unterschrieben worden ist, steht Zukunftspapier. Und ich finde, das ist ein vollmundiger Titel, das zunächst mal um 5 Jahre geht. Aber wenn man bedenkt, dass Universitätsmedizin immer Zukunftssicherung der Medizin überhaupt macht, nämlich durch die Lehre, das heißt durch die Ausbildung Studierender, zukünftigen Ärztinnen und Ärzten,
durch die Facharztausbildung, das ist auch ein vornehmer Job von Universitätskliniker, durch Weiterbildung von Ärzten, aber natürlich auch von pflegerischem und sonstigem Personal. Und last but not least, und das ganz oft in die ferne Zukunft weisend, durch Forschung, dann verstehen Sie, warum ich den Titel Zukunftspapier dann eben doch passend finde, obwohl zunächst einmal eine große Sicherheit, und das begrüße ich wirklich ausdrücklich, für die nächsten 5 Jahre gegeben ist. Ich will einen Punkt hervorheben, der uns schon lange umtreibt, und das bedeutet, wenn ich sage uns, das sind die Klinikdirektorinnen und Direktoren. Das ist nämlich der Umstand, dass in Marburg wie in Gießen die Investitionen durch die Krankenversorgung verdient werden mussten. Und ich finde es außerordentlich begrüßenswert, dass in dieser Vereinbarung für diese 100 Millionen Investitionen jetzt ausdrücklich darauf verzichtet wurde. Und genauso großartig finde ich, dass das Land jetzt in die Finanzierung maßgeblich mit einsteigt und damit das gemeinsame Klinikum Gießen und Marburg in gewisser Weise dem Uniklinikum Frankfurt in der Aufmerksamkeit, aber auch der Finanzierung annähert. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Professor Kraus.